Drei Spiele, drei Niederlagen. Alleine den 4 Bonuspunkten ist es zu verdanken, dass die Graz 99ers noch auf Platz 5 liegen. Nun ist die Mannschaft von Doug Mason bei Tabellenschlusslicht Snoimo zu Gast. Und damit rein in dieses Duell der letzten Chancen. Snoimo ist von Anfang an besser in der Partie drinnen, geht in Minute 9 verdient in Führung. Schneiner bekommt den Pass von Olsen und nutzt seine Chance. 1:0 für die Tschechen. Graz-Keeper Angelic ist die Sicht verstellt, keine Chance also für den Neuzugang der 99ers. Danach kommen dann auch die Grazer zu der ein oder anderen Möglichkeit. Brophy hat Platz und versucht es von der linken Seite. Marek Schwarz ist aber dran. Kurz vor Drittelende erhöhen die Adler aus Snoimo auf 2:0. Tenor mit dem Schuss, Stelik mit dem Rebound und die Scheibe ist im Tor. Angelic muss damit bereits zum zweiten Mal hinter sich greifen. Ja, und seine ersten Minuten für die 99ers hat sich der Kanadier wohl anders vorgestellt. Und die Tschechen sind auch im zweiten Spielabschnitt die klar bessere Mannschaft. In Minute 32 erhöhen die Hausherren ein weiteres Mal. Snoimo gewinnt das Bulli, die Scheibe kommt zu Tenor, 3:0. Snoimo damit mit einem komfortablen 3-Tore-Vorsprung. Wenig später läuft Brophy auf Marek Schwarz zu, er kann die Scheibe aber nicht im Kasten der Tschechen unterbringen. Graz muss weiter auf den ersten Treffer warten. Wenige Minuten vor Drittelende macht Snoimo dann fast das 4:0. Zunächst versucht es Blihal von der Seite, dann trifft Colton Yellowhorn nur das Außennetz. Es bleibt beim 3:0 nach 40 Minuten. Gleich nach Wiederbeginn gibt's die nächste dicke Möglichkeit für die Hausherren. Angelic kratzt einen Schuss von Biro gerade noch so von der Linie. In der Schlussminute setzen die Grazer trotz klarem 3-Tore-Rückstand alles auf eine Karte, nehmen ihren Keeper heraus, kassieren dann jedoch prompt den Empty Netter. Radek Cip mit dem Treffer zum 4:0 Endstand. Snoimo feiert einen hochverdienten Heimsieg und gibt die rote Laterne an die Grazer ab. Die 99ers müssen weiter auf den ersten gemachten Punkt in der Zwischenrunde warten.